Tag wünsche ich euch. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier im Bad. Ihr konntet ja schon ein bisschen was sehen. Ich habe schon Klamotten für die Kinder rausgesucht und habe auch schon gerade die Kinder angezogen. Heute ist nicht ein normaler Tag, normaler Vormittag, denn heute geht es zum Zahnarzt für die Kinder. Und ich habe auch für alle direkt einen Termin gemacht, also für alle drei. Und ja, damit ich nicht alleine bin, kommt noch meine Mutter mit, die dann mir ein bisschen hilft und mich dann ein bisschen unterstützt, die Kinder alle im Zaum zu halten. Ich habe mich jetzt schon gerade angezogen. Die Kinder müssen noch schnell Zähne putzen und ich muss noch schnell Sachen packen. Also das heißt Wechselklamotten, falls irgendwas daneben geht, und Pampers für Aurel unbedingt. Etwas Essen muss auch sein. Und dann können wir auch schon los. Wir haben um 21:45 den Termin. Wir haben jetzt, glaube ich, so 8:30. Meine Mutter holen wir dann noch ab unterwegs. Dann gehen wir auch schon los zum Zahnarzt. Ich finde diesen Zahnarzt, wo wir sind, richtig, richtig gut. Wir müssen dafür halt eine halbe Stunde fahren bis zur nächsten Stadt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und die Kinder, die haben keine Angst. Die freuen sich jedes Mal zum Zahnarzt zu gehen. Das ist auch einfach nur eine Kontrolle, um zu gucken, ob alle Zähnchen gut sind. Aurel hat heute auch das erste Mal da einen Termin. Einfach nur, dass bei ihm auch mal geguckt wird, ja, wie die Zähnchen aussehen und welche Zähnchen noch fehlen. Bis jetzt hatten die noch nie was gehabt, Gott sei Dank. Ich hoffe, das ist heute wieder so. Und dann können wir auch schnell wieder nach Hause gehen. Und ich bin da überlegen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Soll ich entweder die Kinder in den Kindergarten fahren und die dann wieder abholen, oder soll ich die dann einfach komplett zu Hause lassen? Eigentlich wäre es praktisch, wenn die dann in den Kindergarten gehen würden, weil es ja vormittags ist, weil dann kann ich ganz in Ruhe kochen und hier noch aufräumen, klar Schiff machen, wenn ich die abhole. Aber ja, müssen wir immer mal schauen, wie wir das machen und wie die Kinder drauf sind. Ich bin jetzt auch schon in der 32. Schwangerschaftswoche. Die Zeit, die verfliegt einfach so, so schnell. Es ist so krass. 32. Schwangerschaftswoche, und bei mir wird ja höchstwahrscheinlich in der 38. Woche vielleicht ein Kaiserschnitt gemacht. Muss ich halt noch mit dem Krankenhaus besprechen. Das heißt, ich muss jetzt auch demnächst im Krankenhaus mal anrufen und so eine Geburtsplanung mit den Ärzten erstellen, wie es bei mir aussieht und was man bei mir machen kann, ob man eine spontane Geburt machen kann oder eben halt, ob es dann wirklich ein geplanter Kaiserschnitt wird, weil ich eben halt schon zwei Kaiserschnitte hatte. Muss ich mich überraschen lassen. Aber erstmal steht heute an, die Kinder, die ich schon habe, zu versorgen. Mir geht es auch relativ gut. Ich kann mich nicht beschweren. Einzige, wo ich mich beschweren kann, ist, dass Aurel momentan katastrophal schläft. Der wird dreimal mindestens wach und um 5 Uhr ist komplett vorbei. Dann ist hier schon Halligalli-Zeit. Also wir sind schon seit 5 Uhr morgens wach und irgendwann ist Aurel langweilig geworden und hat sogar noch Aaron und Gabriel um 6 Uhr aufgeweckt. Das ist eben halt momentan ein bisschen, womit ich zu kämpfen habe. Dementsprechend gehe ich auch sehr früh schlafen, damit ich irgendwie auf meine Stundenanzahl Schlaf komme. Und heute geht es auch. Das heißt, ich mache mich jetzt schnell fertig. Die Kinder putzen dann noch gründlich die Zähne für den Zahnarzt und dann fahren wir auch schon los. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that hier morgen. Es ist auch nicht mehr Donnerstag so, sondern es ist jetzt Samstag.
Ich habe einfach gestern nach dem Zahnarzttermin gar nicht mehr weiter gefilmt, weil ich irgendwie so fertig war. Ich habe mich dann auch noch hingelegt zu Hause für eine Stunde, weil ich einfach echt, echt kaputt war. Und dann habe ich es vergessen mit dem Film. Es tut mir echt leid. Also wir waren beim Zahnarzt. Die Zahnärztin hat uns direkt drangenommen. Wir waren da keine 5 Minuten. Und kamen wir dran, kamen Aaron, Gabriel und Aurel wurde dann geguckt. Bei Aaron und Gabriel, die können ja schon gut den Mund aufmachen. Und da wurde gesagt, da ist alles super. Aurel, der wollte nicht so, sogar mit mir auf dem Schoß wollte er nicht so den Mund aufmachen. Aber das ist nicht so schlimm. Die Zahnärztin hat ja gesehen, dass da Zähnchen sind und dass ja auch alles in Ordnung ist. Und dann konnten wir, glaube ich, schon so nach einer halben Stunde gehen. Das Geilste daran war, dass ich ja von Shein so ein Outfit anhatte, so ein schwarzes. Und davon hat sich das Gummi gelöst. Ich musste die ganze Zeit meine Hose festhalten, dass sie mir nicht runterrutscht. Das war echt so ein Struggle von mir. Es war ein bisschen peinlich, aber gut, dass die Hose nicht runtergerutscht ist. Naja, nach dem Zahnarzttermin waren wir noch McDonald's. Mit der Hose, ja. Ich wollte trotzdem dann zu McDonald's. Und dort haben dann die Kinder nochmal schnell gegessen. Meine Mom und ich auch. Und dann habe ich die Kinder auch nochmal für 4 Stunden in den Kindergarten gebracht. Weil so konnte ich zu Hause ganz in Ruhe kochen, aufräumen und eben halt eine Stunde schlafen. Das war wirklich Gold wert. Und dann war der Tag eigentlich auch schon rum, so gesagt. Und heute ist ein neuer Tag. Ihr habt ja schon gesehen, ich mache hier gerade Pfannkuchen hier. Heute ist geplant mit meiner Mom. Ich habe vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das wie so ein Freizeitpark. Aber auch für kleine Kinder. Sogar auch für Kinder, für Aurel. Da sind so viele Spielplätze auch und extra viel für wirklich kleine Kinder eben halt ausgelegt. Und da fahren wir heute hin, aber nicht alleine, sondern mit einer Organisation. Und das ist für uns komplett kostenlos, richtig cool. Das machen die irgendwie einmal im Jahr und da haben wir uns heute angemeldet. Und da fahren wir auch hin. Ich habe die Kinder nicht ganz genau erzählt, wo wir hinfahren, sodass wir in Ruhe frühstücken können und dass die gestern noch in Ruhe schlafen gehen konnten. Und jetzt mache ich hier gerade Pfannkuchen, dass wir gestärkt sind. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um uns fertig zu machen und dann müssen wir auch schon los. Ich habe gestern schon die Brotdosen gepackt. Ich muss jetzt nur noch schnell ein bisschen Klamotten packen, genug Pampers und Feuchttücher. Und dann dachte ich mir, die Pfannkuchen, die dann übrig bleiben, die beschmiere ich dann mit Marmelade und dann nehmen wir die noch mit. Und dann habe ich die Brotdosen komplett und dann können wir auch schon los. Wir müssen dann meine Mom abholen und dann müssen wir mit dem Auto zu einer anderen Stadt. Und da lassen wir das Auto stehen und dann kommt der Bus. Und dann fahren wir eben halt. Wir müssen halt eine Stunde fahren mit dem Bus. Also generell, das ist eine Stunde Fahrt, bis man dort ist. Ich hoffe, das geht gut mit den Kindern. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen unsicher, wie das funktioniert. Vielleicht lade ich jetzt gerade, wenn ich gerade so mit euch rede, ein bisschen Netflix-Serien herunter für unterwegs. Bei Aaron und Gabriel mache ich mir weniger Sorgen, eher mit Aurel, dass er so lange sitzen kann. Das ist auf jeden Fall geplant. Heute ist jetzt ganz schnell essen, einpacken, uns fertig machen und dann müssen wir schon los. Ja, genießen wir den Tag heute mit Freizeit, im Freizeitpark. Alleine würde ich das nicht schaffen, da würde ich mich das nicht trauen, aber mit meiner Mom zusammen, da würde ich mich das trauen. Wir nehmen einfach einen Kinderwagen mit, Rucksack mit und ja, die Kinder halt ganz normal. Why did I stay? I should be leaving. Hey, what I say without even speaking. My compass is off, why did I choose you? So Leute, wir sind in der Lochmühle angekommen, so heißt das. Die Kinder, die haben sich richtig gut benommen bei der Busfahrt. Es ging eine Stunde lang, richtig, richtig gut. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Toilette. Meine Mutter passt gerade auf die Kinder auf. Und um 12 gibt es schon Essen. Es ist hier schon 10 Uhr. Jetzt können wir hier noch spielen bis 12 Uhr. Und dann gibt es auch schon Essen über eine Brücke. Mann, ist hier wohl die Toilette. Also hier ist richtig viel, richtig schöne Sachen, viele Karussells. Aber viele Spielplätze auch. Echt schön. Genießen wir das erstmal. Hi,
Hi Leute, so, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich schon umgezogen in meine Schlafklamotten und ich bin so fertig. Ich bin sowas von fertig mit dem Tag heute. Ich muss sagen, es war sehr, sehr schön dort. Den Kindern hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Wir waren nur ein bisschen spät dran heute Morgen, obwohl ich alles schon gestern vorbereitet habe. Einfach, weil irgendwie so viel dazwischen kam. Aber dann, wo wir dann da waren und im Bus schon waren, habe ich ein bisschen Sorge gehabt, dass Aurel nicht lange sitzen will und ich dann ganz mit ihm herumlaufen muss im Bus. Was ging auch, muss ich ehrlich sagen. Er war echt gut abgelenkt und die Stunde ging auch richtig schnell um, wo wir dann eben halt gefahren sind. Und wo wir dann dort waren mit meiner Mom, muss ich auch ehrlich sagen, die Kinder haben sich so, so gut benommen. Also es war wirklich wenig Geweine, fast eigentlich gar nicht. Die Kinder konnten auch sehr viel dort fahren, da war auch ein Streichel zu, ihr konntet ja viel sehen. Also alles in einem war das echt entspannt. Und das Essen war ja auch dort schon organisiert und wir sind dann einfach hingekommen, haben dann auch gegessen. Alles in einem echt schöner, entspannter Ausflug. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sind die Kinder auch sehr müde. Die haben sehr wenig Mittagsschlaf gemacht. Die haben halt nur im Bus geschlafen, Aurel im Kinderwagen. Dementsprechend gehen wir jetzt auch direkt alle schlafen. Es ist 8:30, alle fertig wie sonst was. Und dann beenden wir diesen Tag auch heute. Einfach so schön, wie er auch war. Dann sage ich einfach an dieser Stelle, ich melde mich einfach noch morgen wieder. Morgen nehme ich euch dann auch einfach noch ein bisschen mit. Und ja, war ein toller Tag. Fand ich cool. Ja. Der dritte Tag des Vlogs. Ja, ich habe euch heute Morgen ja mitgenommen, wie ich alles hier fertig gemacht habe, Kinder fertig gemacht habe und jetzt zum Frauenarzt auch gegangen bin. Ich hatte heute einen Frauenarzttermin, das war der dritte große Ultraschall heute. Und ja, also ich habe gute Nachrichten, dem Baby geht soweit gut, es ist alles fast gut soweit. Ich gehe so ein bisschen mit gemischten Gefühlen raus. Ja, die haben bei mir komplett heute alles wieder gemacht. CTG haben die zum ersten Mal jetzt richtig gemacht. Ich bin jetzt in der 32. Schwangerschaftswoche. Also morgen bin ich in der 33. Ja, was soll ich sagen? Also vom Kopf her, von den Oberschenkeln her, also von der Größe und alles, ist alles soweit gut entwickelt, auch normal entwickelt. Nur vom Gewicht her ist es ein bisschen wenig. 1700 Gramm sagen die jetzt. Der 32. Schwangerschaftswoche ist ein bisschen wenig und davor war es wohl auch, dass es schon etwas auffälliger war und wohl die Nabelschnurversorgung ist auch wohl etwas arrhythmisch, das konnten die feststellen und deswegen haben die mich jetzt nochmal auf die Uni Lahnberge geschickt. Nicht heute, also es ist jetzt nicht so, dass es so komplett bedrohlich ist, dass ich in den 24 Stunden direkt irgendwie untersucht werden muss und dann irgendwas entschieden werden muss, sondern es muss jetzt die nächsten Tage, ich habe jetzt am Donnerstag einen Termin bekommen, Uniklinikum. Dort werden die nochmal Feindiagnostik machen und nochmal genau drauf schauen. Da war ich auch schon mit Aaron und Gabriel, also in der Zwillingsschwangerschaft war ich da auch schon und da wurde auch viel geguckt. Ich sag mal so, es besorgt mich nicht so sehr, weil eben halt die Entwicklung ganz normal ist. Es geht eher einfach nur um die Versorgung, dass da geguckt wird, ob ja, das Baby weiterhin gut versorgt wird und dass wir da nichts verpassen, dass Baby irgendwie unterversorgt wird. Also einfach so abschalten kann ich jetzt auch nicht, aber ist alles in einem noch in Ordnung. Ich nehme euch heute noch ein bisschen über den Tag mit. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich war länger dort als gedacht, aber ich will jetzt noch unbedingt hier ein bisschen was essen. Vielleicht finde ich irgendwie was Schönes, wo ich noch mal schnell Mittag essen kann, weil ich es jetzt nicht geschafft habe zu kochen zu Hause. Und dann fahre ich auch schon nach Hause, muss schnell zu Hause alles fertig machen. Dann muss ich schon die Kinder abholen. Nehme ich euch heute noch mal ein bisschen mit. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid,
Ich habe jetzt gerade Essen fertig gemacht. Das ist jetzt schon in der Küche. Ich habe jetzt davon nichts gegessen, weil ich jetzt noch satt war von da, wo ich gegessen habe. Dann habe ich jetzt schnell noch ein bisschen hier Klatschiff gemacht. Schon mal Video angefangen, hier ein bisschen weiterzumachen. Jetzt hat mich gerade ein Kumpel angerufen und hat gefragt, ob ich mit den Kindern auf den Spielplatz möchte. Und da gehen wir jetzt auch dann gleich zusammen hin, nachdem ich die abgeholt habe. Ich habe auch schon eine Brotdose fertig gemacht. Einfach nur so mit Trauben, Gurken, Blaubeeren. Das nehme ich dann nochmal mit für die Kinder zum Snacken. Jetzt muss ich gleich die Kinder abholen. Verbringen wir nochmal den Nachmittag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen geknickt, nachdem ich das erfahren habe heute vom Frauenarzt. Irgendwie kreisen meine Gedanken jetzt die ganze Zeit darum. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Jetzt muss ich auch einfach irgendwie es annehmen und einfach hoffen, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ja, mir zwischendurch immer wieder Pausen gönnen. Jetzt erstmal irgendwie versuchen, mich vielleicht mit den Kindern einfach abzulenken. Zum Glück muss ich jetzt nicht irgendwie 3 Wochen warten auf den Termin und es ist schon Donnerstag. Versuche ich das ein bisschen zu überbrücken. Hi Leute. So, wir sind jetzt gerade wieder nach Hause angekommen und ich muss ehrlich sagen, ich bin so fertig mit der Welt. Ich glaube, das liegt daran, dass Audil heute um 5 Uhr wach geworden ist. Ich habe jetzt hier das Essen. Das mache ich jetzt einmal warm. Gott sei Dank habe ich Essen gemacht, weil ich richtig Hunger habe. Die Kinder auch. Ich habe halt nicht so viel mitgenommen zum Essen. Kann ich alles warm machen und dann können wir direkt Abendessen, ohne dass ich jetzt noch irgendwie lange was machen muss. Auf dem Spielplatz war es sehr schön, aber es war auch echt ein bisschen anstrengend, weil Audil hat momentan eine sehr schwierige Phase. Er schläft ja momentan sehr schlecht, wacht sehr früh auf. Ich glaube, kopfmäßig muss er sehr viel verarbeiten. Der hat einfach bestimmt einen Schub oder so. Das merkt man so, so sehr. Der ist emotional so heftig drauf. Von einem lacht er, auf den anderen Moment weint er und ist so, so unzufrieden. Ich kann ihn mit nichts beruhigen und muss ihn auch wirklich einfach mal echt seine 5 Minuten weinen lassen, weil er auch nicht auf den Arm genommen werden will, nichts will. Ja, aber dann irgendwann kann ich ihn wieder nehmen, kann ich ihn beruhigen und dann wird es auch langsam wieder. Will auch jetzt versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Darf er natürlich nicht bei allem immer. Und das passt ihm halt auch nicht. Ja, da sind wir jetzt gerade dabei, das zu lernen. Ist halt momentan eine schwierige Phase und etwas anstrengend für mich. Aber habe ich nicht zum ersten Mal durch. Deswegen, ja, viel Geduld, viele Nerven und irgendwie es einfach überstehen. So. Jetzt sage ich einfach mal, genießen wir diesen Abend, essen ganz in Ruhe, ziehen Pyjama an und dann wird nur noch ganz, ganz ruhig hier alles gemacht. Und dann gehe ich auch, glaube ich, heute früh schlafen. Alle Kinder schlafen und ich bin auch schon richtig fertig. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass Aaron vielleicht ein bisschen länger braucht zum Einschlafen, weil wo ich ihn abgeholt habe, war er noch geschlafen. Irgendwie brauche er momentan ein bisschen mehr Schlaf. Das ist bei uns, also Schlaf ist bei uns gerade echt ein sehr großes Thema wieder. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall sind die jetzt alle sehr, sehr schnell eingeschlafen. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich bin selbst so körperlich so kaputt. Und ja, an dieser Stelle sage ich, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wie immer schreibe ich sehr, sehr gerne mit euch in den Kommentaren. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Vlog. Macht's gut, Leute. Tschüss.